Guten Morgen! Willkommen bei Olaf Kocht. Kommen wir heute zur langen Geschichte des Kochens. Halt, falscher Film. Wir kochen heute ohne lange Geschichten. Und zwar, Olaf kocht heute Rippchen. Und ohne Geschichten. Wir wärmen die Pfanne vor. Und greifen uns den Speck. In der Zeit, bis der Speck sich auflöst, ausläuft, wie auch immer, würzen wir die Rippchen. So, der Speck ist gut durch und ab die Post. Während die Rippchen anbraten, mache ich das Gemüse klein. Jetzt haben wir wieder mehr Zeit fürs Fleisch. Aber der Dampf.
wenn es dann von beiden Seiten schön braun angebraten ist, nehmen wir das Feuer raus. Und die nächste Fuhre rein. Umrühren nicht vergessen. So, wenn es von beiden Seiten schön braun ist, nehmen wir das auch nochmal raus. Und jetzt kommt das Gemüse rein. Ein Fleck Blumenkraut. Tja, also während wir das angebratene Gemüse mit edlem Löbauer Bergquellwasser aufgefüllt haben und mit Carmenzer Bier, ist die Kamera abgeschmiert, weil mein Sohn das Netz massakriert. Jetzt kocht das Gemüse und wir stellen fest, die Pfanne ist zu klein. Da kommt wieder der Topf ins Spiel, den wir schon kennen. Und wir füllen um. Jetzt legen wir ganz vorsichtig die Rippchen dazu. Und nehmen so viel Wasser, dass gut bedeckt ist. Nicht vergessen und müssen das Feuer wieder anmachen. Und schon wieder hat er Kochzeit. Was machen die eigentlich den ganzen Tag? So, die Rippchen haben jetzt etwa genau eine Stunde gekocht. Jetzt nehmen wir sie raus aus dem Wasser. Das habe ich schon mal vorbereitet. So, hier. So. Die Brühe kochen wir weiter. Bis bald. So, nach einer weiteren Stunde des Kochens trennen wir jetzt die Spreu vom Weizen oder das Gemüse von der Brühe.
ja, zwei Töpfe dreckig gemacht. Jetzt kommt die übliche Behandlungsvariante des Gemüses beim Olaf. Ein bisschen Brühe drauf. Und immer ein bisschen Brühe übrig lassen. Und der lustige Stab. Wichtig ist, das Werkzeug gleich abwaschen, später tut es dann nämlich niemand mehr. Wir kommen später zum Spezialteil, jetzt machen wir Pause für den Werk. Wir sind auf der Zielgeraden. Da wir die Töpfe sowieso dreckig gemacht haben, kann man den jetzt auch benutzen. Jetzt mischen wir die Brühe. Mit dem Gemüsebrei, um die Brühe etwas zu binden und damit eine dicke Soße entstehen zu lassen. Das Ganze wird optimiert mit etwas Tomatenmark. Archaisches Büchsen öffnen. Das Ganze wird dann nochmal aufgekocht. Wie ist das, was immer fehlt? Der Knoblauch.
Sowas wie lecker. Zum Essen war ich zu schade. Die Suppe ist fertig. Die Soße, wie auch immer. Jetzt kommen wir zur Spezialendbehandlung der Rippchen. Ich nehme eine Pfanne, nehme ein Rippchen, volle Pulle. Kurz scharf angebraten. Dazu ein wenig von der Soße. Fertig sind die Rippchen à la Olaf. Guten Appetit. So, bevor wir jetzt hektisch losessen, schauen wir nochmal nach, was haben wir alles gebraucht. Natürlich haben wir die Rippchen gebraucht. Natürlich haben wir Pfeffer und Salz gebraucht. Ganz am Anfang haben wir Speck gebraucht, wir haben Petersilie, Senf, wir haben Zwiebeln, wir haben Sellerie, Porree und Mohrrüben. Und mehr war es nicht. Daraus dieses leckere Essen. Guten Appetit!